Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, willkommen zurück beim Fremo-Treffen 30K Muckern 2023. Wir sind jetzt mittlerweile schon bei Teil 4 und wir sind jetzt mit dem Kamerawagen unterwegs am Abzweig Posthausen und fahren hier von der Hauptbahn auf die Nebenbahn. Im Hintergrund die beiden, immer noch die beiden Aufsteller, die wir schon von Magdeburg her kennen, die uns, also nicht uns, wir wissen ja das meistens, aber die Kollegen, die jetzt nicht so direkt mit der Epoche 2 was zu tun haben, wir haben ja da viele Gäste in und außerhalb des Fremos, die da, ja, die sich dort also informieren können. In Magdeburg hat es dafür gesorgt, dass also sehr viele Leute von anderen Fraktionen, Fremo-Fraktionen, dann bei uns doch mal im Fahrplan gefahren sind. Ja, und mein Lokführer hier immer noch, ein Gast, der war hier wirklich mit Elan dabei, hat alle meine Kamerazüge gefahren, weil ich auf dem Handy die Kamera kontrolliert habe. Eigentlich wollte ich sie mitschwenken in der Kurve, weil natürlich da ist so ein Gimbal vorne dran, der dann eher nach außen statt nach innen schwenkt. Aber das macht bei den... das macht ja kein Problem. Ich weiß nicht, was er jetzt hier mir mitteilen wollte. Oder dem Bahnhofspersonal, ob deine Weiche nicht richtig steht oder was, keine Ahnung. Ja, aber bei den großen Radien im Fremo macht das überhaupt nichts aus, ne? Wenn der jetzt hier so ein bisschen träge ist. Normalerweise müsste man ja so automatisch müsste das nach innen gehen, ne? Das wäre perfekt, aber wie gesagt, die Kamera ist dafür nicht gebaut. Sie wird ja hier für einen Zweck entfremdet, für den sie nicht gebaut wurde. Aber das denke ich mal, stört sehr wenig. Ja, wir sind jetzt hier im Willichtal. Den haben wir schon ja, in der Vogelperspektive gesehen, als ich hier im letzten Video dann so quasi wie mit der Drohne, mit der virtuellen Drohne drüber geschwebt bin. Also mit Handy und Gimbal natürlich, dass das nicht so fürchterlich wackelt. Ja, hier gibt es noch das eine oder andere zu tun. Der Bahnhof ist natürlich kein Epoche 2 Bahnhof, sondern der ist, glaube ich, Epoche 4 oder 3-4 gestaltet. Sieht man auch hier an den Bahnsteigen, die dann hier mit Betonelementen sind. Ich kenne den Bahnhof zwar, also von Bildern, vom Vorbild, aber habe da jetzt auch nicht so genau geguckt. Da hinten sehen wir ein schiefes Possendorf-Bild, da wird klar unscharf gestellt, damit man das Elend nicht sieht. Ja, da muss ich schon mal, das muss ich mal korrigieren, dass man das mal vernünftig aufhängt, das Schild, und nicht irgendwo mit irgendwelchen Klebeband festmacht. Da muss mal was passieren. Ja, wir sehen wieder schwarze Schotter, sind Module von mir. Ist natürlich doof, ne, wenn das dann immer so, ja, dann immer so wechselt, ne. Der eine hat eben die Philosophie, der andere eine andere, aber das ist, irgendwas ist da immer, es ist eben keine Ausstellungsanlage. Wobei ich mit meinen Modulen irgendwann mal ausstellen möchte und dann habe ich natürlich dann Module mit schwarzen Schotter, ne? Also das ist dann einheitlich. Aber hier beim Fremo, das kriegt man nicht in den Griff. Es gibt Mini-Max-Module, die haben also sehr strenge Vorschriften, was da, also sind bis 30 cm breit, bei uns ja 50. Die haben da sehr, sehr strenge Vorschriften, was also die Gestaltung angeht, damit das auch einheitlich aussieht. Aber hier ist es ja mehr oder weniger, es geht hier ja eigentlich um den Betrieb. Ja. Natürlich versucht man es optimal zu gestalten. Aber das mit dem Schotter, auch weil wir ja Module haben, die in unterschiedlichen Epochen eingesetzt werden. Und bei mir ist ja die Philosophie reiner Dampflokbetrieb. Deshalb
Schwarzer Schotter. Also ihr könnt ja da mal was in die Kommentare schreiben. Lieber ist mir natürlich, wenn ihr dann auf meinem Kanal, ich habe es in der letzten Folge schon mal erwähnt, wenn ihr da mal nach dem Video Farbe von Gleisen und Schotter, müsst ihr bei mir mal wieder gucken. Und dann, wenn ihr da, also die Kommentare, wenn ihr es nochmal anguckt, da habe ich ja das ausführlich Stellung bezogen, warum und weshalb. Und da könnt ihr euch den Kommentar mal auslassen. Ja, wer sich so will, macht sie hier. Also kein Thema. Ich bin natürlich auch einer von den YouTubern, die ihre Besucher oder ihre Zuschauer auffordern zu kommentieren. Ja, das ist ganz einfach. Je mehr Kommentare, umso mehr wird das Video gepusht. Ne? Also das nehmt er mir hoffentlich nicht krumm, wenn ich das immer mal da einflechte. Wir sind in Kronberg. Was ja dann der Abzweigbahnhof ist, deshalb sind wir dann nachher nochmal in Kronberg. Wir fahren jetzt erstmal den deutschen Teil ab. Also den sächsischen Teil, muss man dazu sagen. Wobei also das Öse, der normalerweise nicht in Sachsen liegt, aber ja, es gab da Pläne, das umzubenennen. Das kommt ein bisschen drauf an. Es gibt also einen Kollegen, der will also einen anderen Bahnhof bauen, der dann als Abzweigbahnhof fungiert. Da ist jetzt die Frage, wie lange dieses Projekt jetzt auf sich, also die Fertigstellung will ich jetzt nicht sagen, aber die Ausführung, solange, so weit, dass es fährt, des Projektes da jetzt noch auf sich warten lässt. Und wenn das fertig ist, kann es passieren, dass wir uns von diesem Bahnhof wieder trennen. Das heißt, wenn irgendwer Interesse hat, dann nur zu. Ist natürlich bevorzugt von Fremdmitgliedern. Ne? Aber wer keinen eigenen Bahnhof hat und ein bisschen Transportpotenzial, also so, was weiß ich, weiß nicht, ob der normale Kombi ausreicht dafür, das kann ich jetzt so nicht sagen. Aber, also ich kann jetzt nicht versprechen, ne, weil das kann sein, dass da irgendwo schon jemand im Fremo in Schottlöchern steht, aber es kann auch sein, dass der dann, da, also wer jetzt nicht komplett einen eigenen Bahnhof bauen will oder kann, gerne da einen in Betrieb nehmen möchte, der kann sich da durchaus melden. Ob das dann was wird, steht auf dem anderen Blatt. Hier haben wir die Steigerungsstrecke übrigens, ne, also auf der einen Seite hoch, auf der anderen runter. Ist nicht so wie die zweigleisige Steigerungsstrecke, die also da die Spessertrampe nachbildet, die wir da auf der Hauptbahn haben, die wir in den Treffen in Bordewick und in Kloppenburg gesehen haben. Hier ist, naja, Überwindung eines Höhenzuges, ne? Also auf der einen Seite hoch, auf der anderen runter. Und Tunnel war zu teuer, deshalb hat man halt hier über den Berg gebaut. Ich weiß nicht, ob das dann mal geplant ist, diese beiden Steigungsstrecken dann mal auseinanderzunehmen und dann zwischen den Bahnhöfen ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer zu legen. Das müssen wir dann sehen. Das ist, also ich habe den Erbauer das, glaube ich, sogar schon gefragt, aber ich habe schon wieder vergessen, was er darauf geantwortet hat. So. Ja, ich bin jetzt hier dabei, gerade die Einfahrt zu stellen. Das ist also in Schwarzbach ja nicht so einfach, weil es da ja die Stellhebel gibt, ne? Also wie im richtigen Stellwerk. Und da eine bestimmte Kombination von Stellhebeln sein muss, damit man das Signal ziehen kann. Und wenn man das, ja, man hat es dann irgendwann mal drauf, aber wenn man dann jetzt hier so spontan mit ein paar lange nicht dran, dann ja, dann hat man dann doch mal ein Problem. Deshalb müsste der Zug jetzt hier mal stoppen.
Das war übrigens auch eine Stelle, wo es wirklich fürchterlich eng war. Im Arschmann. Wenn man hier davor gestanden hat, wo ich jetzt stehe und hier der Lokführer. Und es kam einer auf der Hauptbahn, da musste man also schon ganz schön den Bauch einziehen. Aber es gab noch mehr solche Stellen. Also das Arschmann war dieses Jahr, also war ziemlich voll. Ja, wir sind mittlerweile im Bahnhof Schwarzbach angekommen. Haben wir seine wunderschönen Lampen, die er hier 3D gedruckt hat, der Kollege. Da wir ein Kamerazug sind, fahren wir natürlich durch. Und einem Feld, wo ich auch noch mal rangehen muss. Ja, Signal hängt ein bisschen, das guckt ein bisschen traurig. Dann kommen wir an die Stelle mit den drei Ladestellen. Johnsdorf als erstes. Den Kohlehandel dann als nächstes, wo also Kritik gab, dass dann also man nie irgendein Hauptgleis hier so ausschwenken würde. Ja, das liegt aber auch daran, dass es hier, sagen wir mal, nicht optimal eingebaut war. Das ist eigentlich hier sozusagen das Ende einer Modulstrecke und dann, ja, dann baut man das schon mal ringsrum. Ja, also auf der freien Strecke passiert das natürlich nicht, da hatte derjenige, der die Kritik geäußert hatte, recht, aber ja, das liegt auch jetzt ein bisschen daran, wo das Modul jetzt verplant wurde. Das hätte eigentlich jetzt hier hinter Ösede gehört oder so, dann wäre das dann wieder korrekt gewesen. Dann haben wir hier das Sägewerk angedeutet, auch noch nicht fertig gestaltet, aber das wird sicher auch noch. Das ist der gleiche Kollege, der hat übrigens jetzt gerade hier in die Kamera geguckt, das ist der gleiche Kollege, dem auch das Modul mit der Brücke gehört. Und viele, viele andere Module, die hier aufgebaut sind, inklusive dem Bahnhof Grunwerk. Also der kommt dann immer mit vielen Modulen an, ist aber auch einer derjenigen, die hier mit anderen zusammen dann auf dem LKW dann hier anrücken. Und dann wirklich alles, was sie da mitnehmen wollen, auch unterzukriegen. Ja, das ist der Bahnhof Hohlstedt mit drin und ein Großteil der ganzen Hauptbahnstreckenmodule. Also das ist sehr, sehr viel, was da rangeschafft wird. So, wir sind wieder im Bahnhof Ösede mit seinen viel zu schmalen Bahnsteigen. Hier gibt es aber eine Gestaltungsidee, die an uns herangetragen wurde, wo, sagen wir mal, die ein paar Sachen noch mit relativ wenig Aufwand beheben kann. Er wird dann sicher nicht mehr so der große Abzweigbahnhof, aber man könnte an die Abzweige natürlich noch irgendwas andocken. Irgendein Industriegleis oder was. Und dann wird also hier gibt es also hier einen sehr abwechslungsreichen Betrieb. Na, dann ist der Bahnhof dann auch nicht unbesetzt, sondern dann kann man da was draus machen. Wir sind wieder in Grunwerk und fahren jetzt hier mal zu unseren tschechischen Freunden. Ich muss dann auch gleich dazu sagen, dass das jetzt hier
dass das dann leider alles sein oder fast alles sein wird, was wir von unseren tschechischen Kollegen sehen. Da ich, wie im letzten Teil schon erwähnt, da leider nicht dazugekommen bin, dort großartig fahrende Züge zu das Video zu bannen. Also ich habe ein, zwei Aufnahmen, die dann jetzt hier am Ende dann noch erscheinen. Und dann ist das Thema leider abgeschlossen. Ja, das ist ja immer so ein bisschen... ich freue mich ja, dass wir so ein bisschen international sind, weil dann auch nicht immer so die... naja, das ist so ein bisschen Abwechslung halt. Ne? Das ist so zum großen Teil Konstruktion aus der K&K-Zeit, also die Lokomotiven und die Wagen. Was nicht heißt, dass die jetzt in Österreich gebaut wurden, das hatte ich ja auch in Magdeburg schon erwähnt. Also bei dem Magdeburg-Video, dass ich da belehrt wurde, ne? Dass es also durchaus Lokomotivfabriken in Ungarn und in Böhmen gab, oder ja, weiß nicht, ob es auch in Slowakei, ob es da auch welche gab, aber die jetzt auch Lokomotiven gebaut haben, dann für die K&K-Bahn. Und da natürlich jetzt mal jetzt als jemand, der sich jetzt da nicht so auskennt, jetzt nicht weiß, ob das wirklich jetzt eine Konstruktion, was weiß ich, aus dem späteren Österreich oder aus der späteren Tschechei war, die dann hier darum gefahren ist. Aber die Baugrundsätze, sagen wir mal, aller drei Länder waren gleich. Ne? Also nicht gleich, aber sie waren sehr, sehr ähnlich. Ne? Die haben sich also dann erst später dann unterschiedlich weiterentwickelt, als selbstständige Staaten waren. Ja, wie auch im letzten Video schon gesagt, ich gibt es dann immer so Probleme hier mit dem, dass er eben auf den Nahbereich scharf stellt, dass man jetzt die Schwellen gut sieht, aber von der Landschaft jetzt die alles ein bisschen verschwommen ist. Es sei denn, die ist dann unmittelbar vor uns. Ja, hier war die Betriebsstelle, wo ich jetzt leider den Namen nicht habe. Irgendwas mit Nova. Also es war ein ziemlich langer Name mit mehreren Wörtern. Das war sozusagen die erste Station auf tschechischem Gebiet. Ihr wisst ja, dass ich immer mal Probleme habe mit den Betriebsstellen. Und dann mitten im Video, wie jetzt, also da nehmen wir nicht nachgucken, wie sie heißt. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. Was natürlich vor allem für unsere tschechischen Freunde gilt. Eine ihrer Betriebsstellen jetzt nicht namentlich benenne. Ja, dann haben wir hier ein paar Sperrholzmodule. Wir sind ja im Moment dabei, also sozusagen, was jetzt die sächsischen Fremobahner angeht, dass wir hier möglichst viele Kurven bauen. Das hat einfach den Zweck, dass wir ja noch das kleinere Treffen in Stürmtal haben, was kein Fremo-Treffen ist, sondern ein privates Treffen. Das heißt, jeder der Beteiligten legt dann irgendwie ein paar Scheine auf den Tisch, dass wir dann die Halle bezahlen können. Und ja, im Prinzip könnten wir dann auch Themen machen, die wir jetzt für Fremo jetzt nicht unbedingt genehmigt kriegen. Wir werden aber wahrscheinlich dann im Februar uns mal um die Epoche 1 kümmern. Ich weiß nicht, wie weit die Kollegen dann kommen, um dann ausreichend Fahrzeuge aufs Gleis zu stellen. Da lassen wir uns einfach überraschen. Jetzt hier, ich bin also immer noch am 16. Dezember, ne? Also ihr werdet das jetzt hier alles irgendwann im Januar sehen. Jetzt gibt es also noch keine Planung, die zumindest mir bekannt ist, also weder Arrangement, da gab es zwar schon mal Entwürfe, noch also Detailplanung jetzt, wie das Treffen im Einzelnen ablaufen soll. Wir nähern uns jetzt Hukovice, wo ich jetzt mal mir die Mühe gemacht habe zu googeln und gesehen habe, dass es also ein Hukovice im tschechischen Teil von Schlesien gibt.
was in der Epoche 1, als das noch zum KNK-Reich gehörte, Haugwitz hieß. Hier haben wir ein kleines Problem gehabt, weil wir hier ins verkehrte Gleis geschickt wurden. Deshalb gibt es jetzt hier einen Schnitt. Das kann mal vorkommen. Sollte nicht, aber kann. Das Schöne ist, dass hier mal noch wahrscheinlich Fahrzeuge stehen. Das Tolle ist, dass ich auch schon mal in der Gegend war. Also ich bin da mal wieder. War allerdings nicht die Eisenbahn das Ziel, sondern da gab es andere Themen, weshalb ich dort war. Das war die Heimat von einem sehr guten ehemaligen Freund von mir, den ich also dort mal hingefahren habe und wo wir dann diverse Exkursionen gemacht haben. Lukowice war im Vorbild auch Abzweigbahnhof. Das haben wir hier nicht ganz so umgesetzt, haben wir aber sonst, also Magdeburg zum Beispiel war es so, dass es zwei tschechische Strecken gab. Wir werden uns dann, wir fahren jetzt noch nach Elkovice und werden uns dann den Rest für das nächste Mal aufheben. Weil wir sind jetzt hier schon bei 22 Minuten, das Video wird jetzt mit fast 25 Minuten dann das längste Video aus dieser Reihe wahrscheinlich überhaupt. Also zumindest von den Folgen, die wir jetzt bis jetzt gesehen haben. Wir sind bei Folge 4, ich glaube 2 werden es mindestens noch. Da haben wir auch einen neuen Rekord, aber das liegt doch ein bisschen daran, dass wir jetzt hier die Kamerafahrten mit einbezogen haben, was wir ja sonst immer ein bisschen extra gemacht haben. Ja, hier auch noch ein Modul, was noch gestaltet werden muss. Ja, Hugovice von zwei tschechischen Kindern hier betrieben, die dann weder Englisch noch Deutsch konnten, wir natürlich auch kein Tschechisch. Ja, aber es geht halt mit Zeichensprache, ne? Also das kriegt man irgendwie alles hin. Also die Meldung so am Telefon hin und her, das war ein bisschen schwierig, aber so jetzt als Zugpersonal, dann gibt es halt irgendwelche Zeichen und dann funktioniert das. Also die waren richtig mit Elan dabei. Das war richtig schön mit anzusehen, wie da hier der Modellbahn Nachwuchs, wo ja viele unken, es gibt ja überhaupt keinen Nachwuchs und ach und dies und jenes und ja, und hier haben wir halt eins der Gegenbeispiele. Ja, so viel erstmal dazu. Ich danke euch erstmal für die Aufmerksamkeit. Und ich wünsche euch schon mal einen schönen Abend. Hals ist noch nicht hundertprozentig in Ordnung. Ich hoffe, man hört es nicht so sehr. Also, dass ich mich jetzt mal räuspern müsste, wenn ich es nicht rausgeschnitten habe. Ja, schauen wir mal, was uns das nächste Mal erwartet. Also erstmal die Fortsetzung, auf jeden Fall erstmal die Fortsetzung dieser Fahrt. Ne? Also, bis zum nächsten Mal.